Ich bin Carola Lenz, Ethnologin und Präsidentin des Goethe-Instituts. Liebe Preisträgerinnen und Preisträger, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, meine Damen und Herren. Niemals zuvor hatte die Meinungsfreiheit so viel Gewicht wie heute. Wir brauchen Transparenz und Kritikfähigkeit und wir müssen voneinander lernen. Und mit diesem Appell unserer Goethe-Medaillenträgerin Urvashi Bhutalia aus Indien begrüße ich Sie herzlich zum digitalen Festakt der Verleihung der Goethe-Medaille. In diesem Jahr aus dem Futurium, einem neuen Zukunftsforum für Wissenschaft, Wirtschaft und Politik mitten in der Hauptstadt Berlin. Sie ahnen es schon, die Preisträgerinnen der diesjährigen Goethe-Medaille 2021 können, wie schon im Vorjahr, leider nicht gemeinsam nach Deutschland und Weimar kommen. Immer noch verhindern die weltweiten Einschränkungen durch die Pandemie das. Wir alle haben erfahren, wie uns die Digitalisierung miteinander vernetzen kann und neue Formen der Begegnung schafft. Gleichzeitig sehen wir stärker denn je, wie notwendig lebendige Begegnungen sind, nicht zuletzt, weil sich bestehende Ungleichheiten vertiefen und weil autoritäre Regime ihre Überwachung in den digitalen Raum ausdehnen. Die diesjährigen Preisträgerinnen der Goethe-Medaille scheuen all diese Herausforderungen nicht. Ich freue mich sehr, dass wir ihr kulturelles und zivilgesellschaftliches Engagement heute mit der Goethe-Medaille auszeichnen. In unserem kurzen, aber inhaltlich dichten Festakt nehmen wir Sie heute mit auf eine Reise nach Kamerun, Japan und China. Unser Kooperationspartner, die Deutsche Welle, hat 3 Filmporträts mit Einblicken in das Leben und Schaffen der Preisträger produziert. Jeweils im Anschluss geben ihre Laudatoren ihre persönliche Sicht auf die Preisträger preis. Das Thema der diesjährigen Goethe-Medaille wird Ihnen die Vizepräsidentin des Goethe-Instituts, die Film- und Kulturwissenschaftlerin Christina von Braun, vorstellen. Und wir freuen uns auf ein Grußwort der Staatsministerin für internationale Kulturpolitik, Michelle Müntefering. Lassen Sie uns jetzt gemeinsam starten und in Kamerun die erste Preisträgerin besuchen, Princess Marilyn Duala Mangabell. Aufbau einer neuen Ausstellung bei Dual Art. Der Kunstraum ist Teil des Mangabell-Palasts. Prinzessin Marilyn Duala Mangabell hat ihn zu einer Institution in Douala ausgebaut. Dass gesellschaftskritische Kunst einen festen Platz in Kamerun hat, ist ihr wichtiger denn je. Unsere Gesellschaft ist gespalten. Die Konflikte zwischen den einzelnen Gruppen sind wirklich hart und gewalttätig. Deswegen arbeiten wir auch an der Erinnerungskultur, an unserem kulturellen Erbe, an den Dingen, die unsere Identität ausmachen. Die Hafenstadt Douala ist das wirtschaftliche Zentrum Kameruns und La Pagode, der Palast der Mangabell, ihr kulturelles Herz. Doch dank Dual Art prägt Kunst mittlerweile auch das Stadtbild von Douala. Wie hier die Skulptur La Nouvelle Liberté, die neue Freiheit. Dual Art bringt seit Jahren internationale Künstler und lokale Communities zusammen. Wie im Stadtteil Nindok Passi. Hier wurde eine Arena um einen Brunnen herum geschaffen. Als Begegnungsort, um die Kunst zu den Menschen zu bringen. Wenn wir über kollektive Identität sprechen, ganz so wie es früher praktiziert wurde, dann brauchen wir Symbole und Zeichen. Wir brauchen Dinge, die die Menschen mit einer gemeinsamen Geschichte verbinden. Und die Geschichte der Gegenwart können wir selbst gestalten. Diese Bushaltestelle ist Kunst. Sie würdigt den Freiheitskampf Kameruns und ist gleichzeitig willkommener Schattenspender für Erdnussverkäufer. Erinnerungen an die Geschichte und an den Urgroßvater von Prinzessin Marilyn. Den König Rudolf Douala Mangabell kennen alle hier als den allerersten Nationalisten in Kamerun, der die Menschen miteinander verbunden hat. Eine Nation existiert erst, wenn ihre Menschen miteinander in Verbindung stehen. Und er war der Erste, der das verstanden hat.
In Hamburg gibt es nun zum ersten Mal in Deutschland eine Ausstellung zu Rudolf und der Kolonialgeschichte der Douala. Sie beginnt 1884, als Hamburger Händler im Auftrag des Kaisers einen Schutzvertrag aufsetzen. Sie garantieren lokalen Herrschern, auch den Mangabells, die Souveränität über deren Landbesitz und erschließen sich damit eine neue Quelle ihres hanseatischen Wohlstands. Hamburg hat auf jeden Fall noch mal eine ganz besondere Rolle, wenn wir uns jetzt ganz konkret die Geschichte von Rudolf Douala Mangabell anschauen und jetzt auch ganz konkret die deutsch-kamerunische Kolonialgeschichte. Es gab ein großes Interesse von Hamburger Handelsfirmen, in den Kolonialismus einzusteigen, um da sich die Ressourcen und den Zugang zu den Ressourcen zu sichern. Viel von dem Reichtum, der vorhanden ist, basiert auf den kolonialen Verhältnissen. Und da noch mal eine kritische Aufarbeitung zu machen, ich glaube, das wäre total wichtig und auch wirklich spannend. Rudolf geht in Süddeutschland zur Schule, studiert Jura in Bonn, fühlt sich Deutschland verbunden und dem Gesetz verpflichtet. Doch die Deutschen wollen mehr Land und brechen ihren eigenen Vertrag. Rudolf ist mittlerweile selbst König und wehrt sich mit legalen Mitteln. Er startet eine Protestpetition bis hinein in den Reichstag. Rudolf Mangabell wird so zum Gegenspieler des Kaisers und löst eine hitzige Kolonialdebatte aus. I also know that a lot of Africans. Ich weiß, dass viele Afrikaner erst in der Ausstellung entdecken, was geschehen ist. Und das macht sie auch stolz. Es gab damals Gräueltaten und es gab Verhandlungen. Ich bin mir sicher, dass diese Ausstellung neue Türen in der Auseinandersetzung mit der afrikanischen Kolonialgeschichte in Deutschland öffnen wird. In diesem Gefängnis wurde Rudolf 1914 gehängt. Andere Gebäude der deutschen Kolonialzeit sind Marktplätze oder verfallen. Auch um diese kulturellen Objekte kümmert sich Prinzessin Marilyn in Douala. Trotz ihrer Familiengeschichte ist sie versöhnlich, möchte an die Vergangenheit erinnern, wie hier auf einer Konferenz zum kolonialen Kulturerbe. Wir möchten die Menschen über diese Dinge aufklären. Denn wir sind Kameruner wegen den Deutschen. Deshalb wollen wir diskutieren, wie wir die Spuren des Kolonialismus erhalten können. Manche hier wollen alles abreißen. Aber ich sage nein, das ist Teil unserer Geschichte, unserer Identität. Tag der Ausstellungseröffnung. Die Kunstszene versammelt sich bei Dual Art. Bekannte zeitgenössische Künstler haben Werke beigesteuert zum Thema Krise. Prinzessin Marilyn ist in ihrem Element. Ihre Weitsicht und ihr Mut sind der Schlüssel für wichtige Debatten. Die Krise in Kamerun ist heute ein Tabu. Aber Dual Art geht dieses Risiko ein. Sie zeigen mit unserer Kunst, dass wir die Situation verändern können. Über 30 Jahre lang hat Marilyn das Kulturleben in Douala belebt. Ihr Engagement sieht sie selbst ganz in der Tradition des Hauses Mangabell. Ich kämpfe dafür, Sinn zu stiften in dieser chaotischen Zeit für die Gesellschaft. Und ich glaube, dass ich das ganz so mache wie meine Ahnen. Sie waren Visionäre und ich denke, so wie sie arbeite ich heute für das Morgen. Working today for tomorrow. Mein Name ist Marit Ifo-Makupka. Ich bin Kunstwissenschaftlerin, Autorin und Kuratorin am Museum Angewandte Kunst in Frankfurt und Laudatorin für Princess Marilyn Douala Mangabell. Die Würdigung der Arbeit Princess Marilyn Douala Mangabells mit der Goethe-Medaille ist wichtig und richtig. Sie ist aber auch Aufforderung an Deutschland, in der Kolonialismusdebatte in die Tiefe zu gehen und diese auch in der Komplexität und in der Multiperspektivität anzuerkennen und weiterzumachen. Mein Name ist Christina von Braun. Ich bin Filmemacherin, Kulturwissenschaftlerin und seit einigen Jahren Vizepräsidentin des Goethe-Instituts. Das Motto der diesjährigen Goethe-Medaille ist: Kultur ist ein besonderer Saft im Netz der globalen Gemeinschaft. Wenn Goethe Faust
seinen Pakt mit seinem eigenen Blut unterschreiben lässt, sagt er damit, dass es bei Tinte um nicht weniger als Leben und Tod geht. Wir schreiben nicht mehr mit Tinte, sondern schicken E-Mails, kommunizieren über soziale Medien und müssen dabei lernen, zwischen falschen und richtigen Nachrichten, zwischen Fake und Fakten zu unterscheiden. Doch gerade in dieser Welt gilt Goethes Gleichsetzung von Tinte mit Lebenskraft in noch viel höherem Maße als damals. Künstler und Künstlerinnen gehören zu den wichtigsten Akteuren dieses neuen kommunikativen Apparates, der uns miteinander verbinden, aber auch gegeneinander lenken kann. Sie lehren uns, mit anderen Augen zu sehen und zu lesen, mit anderen Ohren zu hören. Das heißt, sie sind Mittler jener Differenzierungsfähigkeit, deren wir in der vernetzten Welt bedürfen. Rein orale Kulturen, das heißt Kulturen, die keine Berührung mit der geschriebenen Sprache haben, gibt es nicht mehr. Umso stärker ist die sekundäre Oralität der sozialen Medien. Sie kommt scheinbar direkt wie die gesprochene Sprache daher. Sie scheint den einen Körper mit dem anderen zu verbinden. Und in dieser Direktheit und scheinbaren Authentizität besteht ihre Anziehungskraft, ihre Macht über uns. Aber die Unmittelbarkeit kann auch täuschen, wie dazwischen geschaltete Bots und irreführende Informationen zeigen. Auch mit der sekundären Oralität kann man lügen wie gedruckt. Die Werke von reflektierten Kunstschaffenden sind in welcher Kunstform auch immer ein Antidotum gegen ein solches Verständnis von Kommunikation. Wo diese überwältigt, fördern sie die Reflexion. Wo diese vorgibt, für die Wahrheit zu stehen, lehren sie, genauer hinzusehen. Ihre Werke sind nicht immer bequem, aber auch eben deshalb sind sie, um auf Goethe zurückzukommen, Teil von jener Kraft, die stets das Böse will und stets das Gute schafft. Unser zweiter Preisträger, der japanische Komponist Toshio Hosokawa, ist einer der bekanntesten Komponisten zeitgenössischer Musik. Seine unverwechselbare Musiksprache schafft er aus der Spannung zwischen westlicher Avantgarde und traditioneller japanischer Musik. Mit seinen Kompositionen öffnet er Räume und verbindet Menschen in der ganzen Welt. Die Elbphilharmonie. Spektakulärer Ort für einen großen Dirigenten und das Werk eines Meisterkomponisten. Wir erleben die Uraufführung des Violinkonzertes von Toshio Hosokawa. Es dirigiert Kent Nagano. Solistin ist Veronika Eberle. Zur gleichen Zeit in der japanischen Hauptstadt. Hier lebt und arbeitet Toshio Hosokawa. Die Reise zur Uraufführung seines Violinkonzerts in Hamburg abgesagt wegen der Corona-Pandemie. Stattdessen Proben in einem der weltweit renommiertesten Konzerthäuser, der Suntory Hall. The snow will hide your footsteps. It will disguise your past. Hosokawa probt ein Werk, in dem es um Flüchtlinge geht. Es steht in der Tradition des japanischen No-Theaters, interpretiert sie aber aus heutiger Sicht. Vor allem liebe ich die Musik. Die Welt der Musik ist äußerst vielschichtig. Und es gibt keine Stelle, die das Ende wäre. Es geht immer weiter und weiter in andere Bereiche. Und es gibt unglaublich viel wunderbare Musik. Ich glaube, das ist der Grund, warum ich immer weiter Musik mache. Dritte Station unserer Reise. Das Rudolfinum in der Prager Altstadt. Traditionsreiches Kulturzentrum aus dem 19. Jahrhundert. Auch hier Hosokawas Violinkonzert. Das Prague Radio Symphony Orchestra und sein Chefdirigent Alexander Liebreich proben intensiv. Ringen um jede Klangnuance.
Hosokawa komponiert für die Instrumente eines traditionellen Sinfonieorchesters. Für Alexander Liebreich eine bewusste Referenz an die europäische Musikkultur. Er hat, ich glaube, in den 70er Jahren, als er nach Berlin gegangen ist, zu Isanjun zum Studieren, noch mal die ganze Instrumentation eines Orchesters kennengelernt. Denn die eigentliche Musik Japans, Korea, Chinas ist höfische Musik mit ganz anderen Instrumenten. Und sein Weg auch von Isanjun dann mitbestimmt war zu sagen, Toshio, du lernst das, aber du musst immer wieder den Weg zurückzufinden zu deinen eigenen Wurzeln, also was eigentlich deine Sprache ist. Auch in Prag ist Veronika Eberle die Solistin. Ihr hat Hosokawa das Violinkonzert gewidmet. Beide sind eng befreundet. Er selber ist ja auch ein ganz feiner, schüchterner, zurückgezogener Mann, der doch irgendwie ein Schlitzohr auch ist. Also ich liebe ihn als Charakter, als Mensch sehr. Und man findet ihn auch in seiner Musik wieder. Dieses Beobachtende, die Stille, die Natur, die eine ganz große Rolle spielt. Deutschland hat Hosokawa als Komponisten früher entdeckt als seine japanische Heimat. Kein Wunder. Seine enge Bindung dorthin reicht weit zurück, bis in die 70er Jahre, in seine Studienzeit, und blieb immer intensiv. Ich habe dort viel Arbeit und deswegen werde ich noch häufig nach Deutschland kommen. Ich denke, dass die Verbindung zu den Freunden, zu den Musikfreunden in Deutschland noch stärker werden wird. Weit über die Hamburger Elbphilharmonie hinaus ist Toshio Hosokawas Bedeutung für die internationale zeitgenössische Musik unbestritten. Ich bin Alexander Liebreich, der Chefdirigent des Prager Rundfunksinfonieorchesters, und ich freue mich sehr, der Laudator zu sein für Toshio Hosokawa. Seine Musik, wenn sie beginnt, hat eine Poesie des Schönen. Und zwar nicht eigentlich, dass man sagt, das Schöne ist irgendwie pastell gezeichnet, sondern es ist das Schöne des Vergänglichen. Was vergleichbar ist mit Sakura, die Kirschblüte. Es sind im Prinzip nur wenige Tage, wo etwas passiert. Und das Schöne ist dadurch so besonders, dass es letztendlich vergänglich wird, dass man es nicht festhalten kann. Und so erinnert uns Toshio Hosokawa immer wieder an den Respekt, den wir gegenüber der Welt und der Natur haben müssen, dass wir es nicht greifen und kontrollieren können und dürfen, weil es sonst zurückschlägt. Das heißt, wir müssen uns eigentlich zurücknehmen und mit Respekt das andere Natürliche erhalten. Und das macht seine Musik unglaublich. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Preisträgerinnen und Preisträger, liebe Freundinnen und Freunde des Goethe-Instituts. Die Menschen bauen zu viele Mauern und zu wenig Brücken. Das sagte Isaac Newton. Und leider hat sich daran auch über 300 Jahre später nicht viel geändert. Dabei sehen wir heute klarer denn je, wer sich zumauert, verbaut die Zukunft. Die großen Aufgaben der Zeit aber, die lösen wir nur gemeinsam. Und deshalb ist die Arbeit von Menschen wie Ihnen so wichtig. Liebe Marilyn Duala, Manga Bell, lieber Toshio Hosokawa und liebe Wen Hui. Mit Ihrer Arbeit machen Sie sich wieder und wieder auf den Weg in das Offene der Gesellschaft. Sie reißen Mauern ein und schlagen Brücken zwischen Vergangenheit und Gegenwart, zwischen Tradition und Moderne, zwischen Ost und West, Süd und Nord. Und dafür erhalten Sie heute die Goethe-Medaille. Seit mehr als 6 Jahrzehnten zeichnet das Goethe-Institut mit ihr Persönlichkeiten aus, die sich in herausragender Weise um den internationalen Kulturaustausch verdient gemacht haben. Menschen wie Sie. Denn es stimmt, Kultur ist ein ganz besonderer
Saft. In einer globalisierten Welt ermöglicht sie die konstruktive Auseinandersetzung darüber, wie wir als globale Gemeinschaft zusammenleben wollen. Als Auswärtiges Amt möchten wir das unterstützen, indem wir Plattformen schaffen, um den Dialog über geografische und soziale Grenzen hinweg anzustoßen, zu begleiten und voranzutreiben. Mit Ihrem Wirken sind Sie uns darin in besonderer Weise Ansporn und Vorbild. Danke für Ihre Arbeit und herzlichen Glückwunsch zur Goethe-Medaille 2021. Die letzte Etappe unserer Reise führt uns nach Peking, zu unserer dritten Preisträgerin. Die Choreografin und Performerin Wen Hui ist eine der Pionierinnen des zeitgenössischen Tanztheaters in China. An der Schnittstelle zwischen Kunst, Theater, Tanz und Dokumentarfilm betreibt sie in ihren Stücken eine oftmals sehr persönliche Spurensuche, jenseits der offiziellen Geschichtsschreibung Chinas. Für Wen Hui ist die Vergangenheit nicht vergangen. Ihr zentrales Thema ist Erinnerung. Der Körper ist für mich der zentrale Schauplatz. Durch ihn, durch das Körpergedächtnis, erinnern und reflektieren wir Geschichte und Gesellschaft, unsere Realität, alles, was wir erlebt haben. Wen Hui ist Pionierin des unabhängigen Tanztheaters in China. In den 90er Jahren gründet sie das erste freie Tanzkollektiv, das Living Dance Studio. Seit der maoistischen Kulturrevolution diente der Tanz der kollektiven sozialistischen Erziehung. Auch Wen Hui erlebt das als Kind. Ihre Familie schickt sie zu sogenannten Loyalitätstänzen. Jede Familie aus unserer Wohnanlage schickte eine Person. Und dann wurde vor den Bildnissen des Vorsitzenden Mao Zedong und des Vizevorsitzenden Lin Biao der Loyalitätstanz getanzt. Es gab Anweisungen, die genau erklärten, was man an dem Tag erledigen musste. Gegen die offizielle Lesart der Kulturrevolution setzt Wen Hui ihre eigene. In ihrem Stück Red untersucht sie die Ideologie hinter den maoistischen Modellopern. Sie befragt Zeitzeugen, studiert die Bewegungen der berühmten Tänzerin Liu Juying und lässt sie ihre Erinnerungen erzählen. Auch eine Studie zum Körpergedächtnis. Peking. Hier lebt und arbeitet Wen Hui. Hier hat sie in den 80er Jahren traditionellen Tanz und Choreografie an der staatlichen Tanzakademie studiert. In den 90ern beginnt für sie eine neue Zeit. Sie geht nach New York, um zeitgenössischen Tanz zu studieren. In Europa spielt sie Theater, arbeitet mit der damals größten deutschen Choreografin Pina Bausch. Ich hatte plötzlich entdeckt, was man alles machen kann. Dass man überall tanzen kann. Man kann auf der Straße tanzen, in der U-Bahn, man kann auf einer Brücke tanzen oder in einem Bus. Es muss längst nicht immer eine Bühne sein. Zurück in Peking gründet Wen Hui 1994 gemeinsam mit dem Filmemacher Wu Wenguang das Living Dance Studio, Chinas erstes unabhängiges Tanzstudio. Neue Themen, neue Methoden, neuer Stil. Damals gibt es keine unabhängigen Tänzer und Tänzerinnen. Sie fragt Freunde, ob sie performen wollen. Die Choreografien kreisen um den weiblichen Körper, um die Rolle von Frauen im patriarchalisch geprägten China. Ein Thema, das sie mit zunehmendem Alter immer mehr umtreibt: Wie wurde ich zu der Frau, die ich bin? Ich habe den Eindruck, dass ich selbst auch dieses patriarchalische Denken verinnerlicht habe. Früher hatte ich kein Gespür dafür. Aber mit der Zeit kam das langsam. Nachdem ich 30 war, begann ich dafür ein Bewusstsein zu entwickeln. Aber weil das eben alle so verinnerlicht haben in der Familie, in der Umgebung, ist es ganz schwer, sich davon zu befreien. Wen Hui rüttelt an der Geschichte, an ihrer persönlichen und an der ihres Landes. Das gefällt nicht allen. Viele Themen sind tabu. Die offizielle Geschichtsdeutung wird kaum hinterfragt. Umso subversiver, wenn die Choreografin in ihren Arbeiten Menschen eine Bühne gibt, die sonst keine Stimme haben.
Eine anrührende Begegnung mit der Tante ihres Vaters, ihre dritte Großmutter, Su Mai Ling. Sie hat nie eine Schule besucht, wurde schon als Teenagerin Mutter, erlebte Höhen und Tiefen chinesischer Geschichte. Die dritte Großmutter ist auch Teil des neuen Stücks von Wen Hui. In I'm 60, ich bin 60, mischt sie eigenes Dokumentarmaterial mit alten Filmen, in denen Frauen sich von der Vorherrschaft der Männer befreien. Mit den Mitteln der Erinnerung aufklären. Wen Hui denkt dabei vor allem an die jüngeren Frauen. Sie glauben, alles ist in Ordnung, wenn es ihnen gut geht. Alles andere ist egal. Aber wenn man wirklich nachhaken würde, wenn man das mal richtig untersuchen würde, dann könnte man wohl schnell feststellen, dass es Unterschiede gibt. Dass es jede Menge Ungerechtigkeiten in der Gesellschaft gibt. Wen Hui weiß, dass sie die Gesellschaft nicht ändern wird. Aber mit ihrer Kunst ist es ihr immer wieder gelungen, den Blickwinkel auf die Geschichte ihrer Heimat China zu verschieben. Ich bin Karina Schlewitt, Theaterwissenschaftlerin und Intendantin von Hellerau, Europäisches Zentrum der Künste in Dresden. Und die Laudatorin für die Choreografin Wen Hui. Als ich gelesen habe, dass Wen Hui die Goethe-Medaille bekommt, war meine erste Reaktion, ja, ihre Inhalte und Themen sind wahnsinnig spannend, ihre Ästhetik ist sehr einzigartig, also nichts Reproduziertes. Und insofern finde ich, das ist ein deutliches Zeichen für die Tanzwelt, aber auch natürlich für die internationale Kunst- und Kulturwelt und wird sicher auch in China wahrgenommen. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, damit sind wir am Ende des digitalen Festakts zur Verleihung der Goethe-Medaille 2021. Ich wünsche den Preisträgerinnen und Preisträgern viel Energie und Mut für ihr weiteres Schaffen. Sie sind wichtige Vorbilder für den internationalen Kulturaustausch in heutigen Zeiten. Ich möchte mich zum Schluss herzlich bedanken bei unseren Kooperationspartnern der Deutschen Welle und auch dem Kunstfest Weimar, die ein beeindruckendes Rahmenprogramm zur Goethe-Medaille in Weimar organisiert haben. Unser Dank gilt auch dem Auswärtigen Amt und der Klassikstiftung Weimar. Ich hoffe sehr, dass wir uns im kommenden Jahr am 28. August zur Verleihung der Goethe-Medaille 2022 wieder in Weimar sehen und begegnen werden, am liebsten persönlich. Bis dann, bleiben Sie gesund und bis bald.